So, da sind wir wieder. Marcel hat gerade die Quest einfach abgegeben. Aber es gab eh nur 3 Marken, da war nicht viel Gelaber. So, hier unten müssen wir auch noch was abgeben. Lieutenant Trason, Trason, Trason. Tresor. Penis. Der hieß bestimmt Lieutenant. Penis-Tresor. Was ist da denn? Da denn los? Was ist da los? Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Euer Schmugglerring ist am Ende. Das konnte ich noch bergen. Ausgezeichnet. Ich hatte schon so etwas gehört und gehofft, dass ihr es wart. Die hiesigen Behörden sind... Wo ist der Hund, Naschlund? In der Küche. Man spricht von einem unprovozierten Massaker. In meinem Gesicht. Hoffentlich kann euch das für eure Zeit entschädigen. Bei seiner Mutti zwischen den Beinen ist der Hungerschlund. Weht eine Belohnung. Oh, ein Motorengrüner. Will ich aber nicht. Wenn dann orange. Finde ich geil. Normale grüne Rüstung oder, das finde ich eh bescheuert, wie warum die das so in dem Spiel gemacht haben. Es gibt grüne Rüstung mit Mods. Es gibt blaue Rüstung oder orangene Rüstung mit Mods und es gibt lila Rüstung oder lila Rüstung mit Mods. Warum haben sie ja nicht für alles andere Farben eingeführt oder es komplett gelassen? Also entweder hätten sie halt wirklich alles grün, blau, lila machen können und halt orange aufheben können für Legendaries. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel überhaupt Legendaries gibt. Ja, ist war fett durch das Fieder durchgefahren. So, jetzt müssen wir nur noch nach draußen, ne? Ja. Da ist noch Marcells Quest. Domi und ich müssen komplett raus, also komplett in... Das stimmt, ich muss ja wieder in die Dingens zurück. Domi muss gleich in 2 Lagerhäuser gehen. Mukit. Aber wir machen erstmal hier, weil... Wenn wir schon mal hier sind. Und eh noch da questen müssen. Ganz viel Metall wiedergefunden. Sehr gut. Domi, WoW heute oder morgen? Morgen. Gut. Können wir nachher noch eine Runde Heroes spielen. Klingt auch nicht schlecht. Boah, ich hätte schon Bock, wenn die Hungerschlund machen, dass wir da auch mal hingehen. Noch eine Runde mit Voila spielen. Voila. Wenn Frankie nicht spielt. Naja, das ist natürlich vorausgesetzt. Hä? Ach, jetzt geht meine Maus ja nicht, weil ich rausgepackt hatte. Scheiße. Und alles anklicken. Wobei, Moment. Ich glaube, das war dumm. Ich habe rausgeklickt, aber hatte kein Game Booster an. Das heißt, ich habe wirklich auf den anderen Bildschirm geklickt. Okay, aber jetzt geht meine Maus wieder. Das ist nervig, dass sie sich nicht immer einstellt. Die Logitech-Leute müssen den. Geh du mal da rein, mach deine Quest. Wir töten hier draußen. Das müsste eigentlich für dich zählen. Hast du eigentlich deine Maus jetzt schon irgendwie konfiguriert? Nein, okay. Mal. Gut, ich für SWTOR, nö. Nee, allgemein für irgendwas. Nö, ich habe nur die Spielereinstellungen teilweise so umgestellt, dass ich manche Sachen auf der Maus habe, aber mehr ja, nicht. Doch. Ja. Du musst eigentlich nur einstellen, dass deine einzelnen Maustasten irgendwelche total bekloppten Kombinationen, also beispielsweise bei mir ist es Steuerung Alt Shift 1, Steuerung Alt Shift 2, Steuerung Alt Shift 3. Und die drückst du ja in der Regel nicht. Im schlimmsten Fall ist es irgendeine Kombination im Spiel, also Steuerung Shift S oder so bei WoW Sound Mute. Das musste ich dann erstmal rausnehmen. Aber dann musst du halt nicht in jedem Spiel die Belegung ändern, sondern einfach nur sagen, okay, Slot 1 ist Steuerung Alt Shift 1 oder Maustaste 1, je nachdem wie es funktioniert. Call of Duty und so akzeptieren ja mittlerweile wenigstens Maustaste 4 und 5 noch. Ja, richtig. Da habe ich auch Messern und Dingens. Granate schmeißen wahrscheinlich. Also ich habe Granate immer auf dem Mausrad.
Ja, Granate habe ich auch immer auf Mausrad. Ich habe auf 4 habe ich Messern und auf 5 habe ich Swag. Abschussserien. Achso. Noch so ein Ding kaputt. Ist hier noch eins in der Nähe, was Marcel kriegen könnte? Ne, dann müssen wir ein Stück weiter gehen. Du laber da drin schneller. Bist du da überhaupt drin? Ja. Okay. So, alles gekillt. Ist die Quest bei dir fertig? Eine Sekunde, lass sie doch mal ausreden. Ne, nee, ist sie nicht. Wir sind fertig, du nicht. Ne, es ging um die Quest, die wir draußen gemacht haben. Achso. So. Ja, ich muss noch... Oh. Einiges kaputt machen. Musst du diese drei Dinger hier in die Luft haben? So eine Dinger hier? Ja. Okay, dann hat gar nichts für dich gezählt. Hat sich echt gelohnt. Na, war zu weit weg. Zu weit weg? Es war einfach im Haus. Du warst in einer anderen Phase. Ich lass mal klingeln. Ah, okay, schon. Haben sie schon erledigt. Haben sie schon ersolut. Gibt's tatsächlich auch schon den Salak. Obwohl das Jahre vorher ist, ja. Aber den, den besucht man in der Regel nicht wirklich. Also wir werden wahrscheinlich mal so bewusst hingehen, damit wir mal sehen. Es ist der Salak, ja genau der. Ich glaube, es ist der eine, den man so auch aus den Filmen kennt. Ich kenne nämlich nur einen. Wobei, war nicht auf diesem roten Planeten auch einer? Also nicht nur auf Tatooine? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Überfragt, ehrlich gesagt. Auf diesem, aus Episode 2, wo Count Dooku abgehauen ist. Ihr wisst, wen ich meine, oder? Mit diesen Insekten. Ja, ja. Ich hoffe mal, der hieß. Geonosis. Geonosis, genau. Noch kaputt mal irgendwas? Nee, bin fertig. Ja, dann musst du hier noch an dieses Wasserding ran. Wenn das nicht aufgezählt hat. Musst du nicht? Was für ein Wasserding? Dann nehme ich mit deinem Wasserding. Was sagt deine Quest? Zu Major Ware zurückgehen? Chaos anrichten ist die Quest. Okay. Ja. Dann hat das eine Ding für dich gezählt. Wow. Ja, das in der Nähe hat halt gezählt. Also da haben auch... Ja gut, dann hat dieses Portal gezählt, als wärst du einen Kilometer weit weg gewesen. Ja, scheinbar. Wie kommt man denn da rein? Da, ne? Hier sind Javas. Ach ne, Java-Druiden. Was ist das denn für geile Dingels? Java-Druiden. Zack. Java ist auch eine Insel. So ein Lehrbuch, wenn du Java lernen willst. So einer Uni beispielsweise. Ja. Gehört zu Papua Neuguinea. Ja, die Insel, aber nicht, wenn du Java lernen willst. Das ist korrekt. That is correct. That is... Oh, nicht die Java töten! Doch, genau die. Insel, leider. Ich auch nicht für, weil mein Homie später in Java ist. Utini! Utini! Wunderbar! Utini! Die sind voll putzig, Alter! Es klang ein bisschen wie die Minions, finde ich gerade. Die Minions klingen übrigens immer sehr französisch. Wahrscheinlich reden die sogar französisch. Das war alles? Das ist Java zu töten. Auch bei... Star Wars The Force Unleashed habe ich immer versucht, die möglichst. Du bist immer um die Runde geschlichen. Ja, die sind halt neutral, die tun dir nichts und du. Ja, gut. Ja, hier nichts, sind aber auch ganz viele neutral, aber manche musst du halt per Quest töten. Kommst du nicht drum rum. Voll traurig. Aber ich werde so oder so alles töten, was mir vor dem Blaster rennt. Müssen wir da das rein? Ah, guck mal, hier hinter. Gemein. Moment mal. Guck mal da. Das ist eine Phase. Ach egal. Ich will jetzt nicht diesen Umweg extra laufen. Fahren. Müsste ihn ja nicht mal laufen. Das wäre echt ein krasses Training, wenn man so dieses ganze Gelatsche in MMOs, wenn man das einfach mal im Real Life so direkt übertragen bekäme. Mann, wären wir alle schlanke Nerds. Oh ja.
Ich stell dir mal vor, so ein WoW, was dir da am Tag am Laufen soll. Wobei, wenn du deinen Flugmount hast, wirst du wieder fetter. Weil dann läufst du echt kein Stück mehr. Wobei, ich als Droide habe ja auch öfters mal meine Reiseform an. Reise. Ein Reissee. Ich glaube, er explodiert gerade. Diese scheiß Scandroiden. Die Palavern. Palava. Mr. Palava Lava. Warte mal, vorher kämen wir hier noch was. Ach, hier geht's noch weiter. Okay, dann geht die Quest wahrscheinlich auch weiter. Wollt erstmal die Bonus-Quest abschließen. Aber es hat sich wohl erübrigt. Ausschlagbare Druide. Dieser Druide, der anscheinend zur Umprogramm. Fuck you. Erstmal alle looten. Meins. Aber guck keiner, okay, nochmal meins. Jetzt rastet der aus. Fand er nicht so witzig. Was war das Hören? Nee, achso, wir müssen jetzt alle Druiden durchsuchen. Genau der letzte am Ende des Ganges. Der hat's dann. Ist doch immer so. Ist doch auch in den Filmen so. Wir suchen was und das ist natürlich ganz am Ende, nachdem wir uns durch alles durchgekämpft haben. Der Film wäre sonst viel zu schnell vorbei. Alter, das sind alles keine Gegner mehr hier, Ja, ja, klar. Okay, kämpf mal gegen den alleine. Das ist immer ein 25 und Elite. Aber das hättest du, glaube ich, auch geschafft. Okay, ich hätte es mit deinem Charakter geschafft. Sagen wir es mal so. Ja, also vorsichtig spielen ist ja nur wirklich echt nicht das, was du tust. Ja, vorsichtig ist ja auch öde. Sterben aber auch. Ach, warum? Die Frauen sind ja dran, sind sehr gewohnt zu bluten. Ja, eben. Aber gut, Schaden machen wir trotzdem noch. Von so Silbernen kriege ich schon so ein paar Millimeterchens. Besser als nichts. Der hat nix. Nee, hier gibt's sonst, glaube ich, gar keinen mehr. Ich glaube, der müsste jetzt langsam mal was haben. Oh, hallo. Was hat der denn für eine geile Brustrüstung? Ich bin Freiherr von den Söhnen von Palav. Voll königlich aus. Freiherr schreibt man aber anders. Schlacht gewonnen. Und ich möchte verhandeln. Der ist ein Freier. Der hat voll die adligen Klamotten an. Sie sehen echt cool aus. Kinder weinen. Will haben. Oft muss diese Fehde ehrenhaft sein. Es war nicht meine Entscheidung. Ich wollte Gewalt vermeiden. Das findet Marco scheiße? Fick dich, Marco. Wir wissen von der Expedition des Imperiums. Was immer ihr sucht. Ihr und Expansion. Die Wüste beschützt, was ihr gehört. Und obwohl wir euch nicht aufhalten können, hütet euch vor Tatooine und hütet euch vor unserer Rache. Ihr habt euch heute einen Feind gemacht. Das fand Marco wieder Rache kann lieb. Warten. Lasst uns jetzt in Frieden. Das passt irgendwie gar nicht zu Domis Charakter. Wir müssen uns um die Verwundeten kümmern und Gräber ausheben. Wir werden uns früh genug wiedersehen. Like a Sir. Boah, der hatte voll das Camel Toe. Voll lieblich. Das hier wieder nicht. Das bewegt sich. So. Ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Ich werde aber nochmal gucken, wegen meiner Klassenquest eine Ecke weiter. Aber ich glaube, die ist mitten im Kriegsgebiet. Ich werde da gleich mal rüberfliegen. Marcel muss seine eh noch abgeben. Denke ich jetzt einfach mal, oder? Oder wurdest du jetzt weitergeschickt? Muss zu Andronikus zurück. Also, ja, du musst zurück. Das heißt, wir geben den Quatsch jetzt hier ab, du gibst deinen Quatsch ab, wir fliegen schon mal vor, gucken. Laufe ich überhaupt richtig? Ja. Und dann mal Luki gucken. Jetzt freut sich Marco bestimmt, dass er so eine coole Rüstung von mir bekommen hat. Schwitzt nicht, ist schön kühl, hat aber einen Sonnenschutz auf dem Kopf. Das will man mehr. Und sie hat Sandalen an, damit sie sich ihre Füße nicht verbrennt. Alles cool. Ja. Der Sand ist kann ja trotzdem über ihre Füße gleiten. Ja, laufen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr mal im Sommer so am Strand
lang gerannt oder gelaufen seid, dann waren diese einzelnen Sandkörner nicht schlimmer. Wenn ihr dann ohne Schuhe oder so, so auf den Sand, so von der Decke so runter, so pssst, das habe ich wie war so eine. Mega heiß, als wärst du auf so eine Bratpfanne getreten, so das war ganz schlimm auf Gran Canaria, ey, du konntest echt nicht laufen. Wir sind echt immer. So, wir gehen jetzt was essen. Au, 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 au. Voll schlimm.